willkommen am ELG. Ich heiße Johanna und gehe in die Klasse 5a. Und ich bin Gero und auch Schüler der 5a. Wir möchten euch unsere Schule vorstellen und euch einen kleinen Einblick geben. Kommt einfach mal mit! Hier ist unser Klassensaal. Alle Räume haben Apple TV und Internetzugang. Dadurch können uns die Lehrkräfte Bilder, Buchseiten, Landkarten und Aufgaben an der großen Wand zeigen. Hier haben wir auch die meisten Fächer. Zum Beispiel Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde oder auch unsere Klassenleiterstunde. In den Klassenräumen gibt es spezielle Schränke mit einer Schublade für jedes Kind. Da können wir dann zum Beispiel Bücher, die wir zu Hause gerade nicht brauchen, lagern. Natürlich können wir uns auch einen Spind mieten. Wir werden aber nicht immer nur hier unterrichtet. In einigen Stunden gehen wir auch in andere Räume. Zum Beispiel im Fach Musik. Das ist einer der vier Musiksäle. Hier steht ein großer Flügel und es gibt noch einen Nebenraum mit vielen Instrumenten. Unsere Schule ist sehr musikalisch ausgerichtet. Es gibt zum Beispiel den kleinen Chor, den großen Chor, die Musical AG, das große Orchester und natürlich das Bläserquartett. Und hier ist Eliana. And this is Mrs. Otto, our PE teacher. Good morning! Good morning! Please be seated. Now, I brought along some pictures today, and I'm wondering if you know the animals. That's a lion. That's a lion, that's right. Second last one. What could this be? Well done. Now let's listen to these noisy animals. Maybe you can guess what animal is making this noise right now. If you think you know it, use a pencil to fill in the grid in task two. That will help you. Scream is shy. Right. Well done. Have you all got that in your notes? Perfect. You choose? Elena said the snake. Yes. Correct. Good. Well done. Round of applause. Thank you very much for today's lovely lesson. Bye. Bye. Einem unserer Navi-Räume. Das Fach Navi steht für Naturwissenschaften. Wir führen hier spannende Experimente durch und werten sie aus. Das ist unsere Klasse, die 5a. Und das ist Frau Siegfried. Sie ist unsere Klassenlehrerin.
und unterrichtet uns in den Fächern Navi und Sport. Riesengroßen Sportplatz. Hier können wir in unserer Pause eine aktive Pause mit vielen Bewegungsgeräten gestalten. Dabei unterstützen uns ältere Jugendliche und Sportlehrkräfte. Am EEG gibt es auch eine Wetterstation, die vor allem im Fach Erdkunde genutzt werden kann. Hier steht unser Klettergerüst. Das dürfen wir auch in den Pausen benutzen. Das hier ist unser Schulgarten. Jede fünfte Klasse hat ein eigenes Beet, das sie bewirtschaften kann. Wir nutzen den Garten im Fach Navi. Und wenn wir in der Pause mal unser Essen vergessen haben, können wir uns hier am Kiosk etwas zu essen oder zu trinken kaufen. Zur Mensa. Dorthin gelangen wir, ohne dass wir eine Straße überqueren müssen. Der Weg ist absolut ungefährlich und wir Kinder dürfen daher auch alleine zur Mensa gehen. Direkt hinter der Mensa befindet sich unsere Schulbibliothek. Auch dahin dürfen wir alleine gehen. Sogar in einer großen Pause. Dort können wir uns neue Bücher ausleihen. Es gibt ein riesiges Angebot. Und hier sind auch schon die Bushaltestellen. Alle liegen nah am EEG und es sind ungefährliche Wege zu den Bussen. Wir beenden unseren kleinen Rundgang hier. Und, hat es euch gefallen? Es wäre schön, dich bald am EEG zu sehen. Bis bald am EEG.